So, hallo, jetzt kommen wir zum weiteren Video auf diesem Kanal Magic Andy. Ich bin der Andy und wie du im Video wahrscheinlich schon gelesen hast, wette ich heute mit dir um ganze 1000 Euro, dass du diese simple Streichholzwette nicht lösen kannst. Und danach gibt es sogar ein Tutorial, also bleib bis zum Ende dran. Jetzt kommt erstmal das absolut epische Intro und dann geht's auch schon los. So, seit dem Intro sind wir mal wieder bei wahrscheinlich einem der Top-Formate von YouTube. Und zwar Barwett mit Tutorial mit mir, Andy. Und heute gibt es mal wieder eine Streichholzwette. Diese Streichholzwette ist vergleichbar simpel, aber genial. Erstmal brauchen wir 4 Streichhölzer, das ist alles. Und diese 4 Streichhölzer platzieren wir gerade mal in einem, ja, sagen wir mal, einem Kreuz. Die Anordnung ist jetzt nicht so wichtig, ob wir ein Kreuz oder zu liegen. So, dieses Kreuz musst du jetzt zu einem Quadrat machen. Klingt erstmal simpel, ihr denkt jetzt, oh ja, ich nehme diese 2 weg und lege sie hier rüber und schon habe ich ein Quadrat. Das stimmt, aber du darfst bloß ein Streichholz bewegen. Wir gehen es nochmal durch. Dieses Kreuz muss zu einem Quadrat werden, beziehungsweise zu einem Viereck werden, sorry, mit nur einem Streichholz. Du darfst nicht mehr als ein Streichholz bewegen. Pause jetzt das Video, wenn du die Antwort weißt, schreib es in die Kommentare. Ich hoffe mal, ich habe keine Schuld nach diesem Video und ich warte jetzt noch so, sagen wir mal 5 Sekunden, dass ihr das Video pausieren könnt und dann gibt es tatsächlich die Auflösung. So, wenn du es jetzt in die Kommentare geschrieben hast, dann hast du scheinbar 1000 Euro gewonnen und ich habe echt ein Problem. Falls nicht, kommt jetzt die Auflösung und die anderen können natürlich kontrollieren, ob sie es richtig haben. Diese 4 Streichhölzer liegen tatsächlich in einer ganz wichtigen, sehr, sehr wichtigen Konstellation. Habe ich vorhin ein bisschen angelogen, denn wenn ich das jetzt hier rüberlege, haben wir kein Viereck. Wenn ich das hier rüberlege, haben wir kein Viereck, aber da zoome ich gerade mit der Kamera ein bisschen ran. Wenn ich dieses Streichholz hier etwas wegziehe, seht ihr, also das hier gilt jetzt nicht, das ist bloß ein bisschen verrutscht dabei, ich habe bloß ein Streichholz bewegt. Und zwischen den 4 Streichhölzern ist hier ein ganz kleines Quadrat. Ja, so einfach ist das Ganze. Man muss eben ein bisschen um die Ecke denken. Wenn es jemand geschafft hat, wirklich Respekt an euch. Ich beim ersten Mal habe es tatsächlich nicht lösen können. Jetzt, wie macht ihr das Ganze nach? Also wie könnt ihr quasi dieses Rätsel machen? Ganz einfach, ihr braucht 4 Streichhölzer. Ich habe jetzt hier diese kleinen genommen, man kann auch größere nehmen. Und jetzt ist wichtig, wie ihr die hinlegt. Okay, weil das ist eigentlich der Hauptpunkt der ganzen Wette. Wir nehmen 2 Streichhölzer und legen sie ungefähr so breit wie ein anderes Streichholz ist voneinander weg. Dann schieben wir ein Streichholz dazwischen und schieben die anderen 2 näher ran. So. Und das letzte legen wir genau an die Kante. Jetzt seht ihr schon, die 3 hier sind bereits für die Konstellation des Vierecks extrem wichtig. Dann müssen wir noch ein Streichholz wegziehen, wie es die Wette besagt, und haben unser Viereck. Ganz wichtig, ihr müsst eurem Zuschauer erklären, er muss ein ganzes Viereck bilden und es muss eben nur ein Streichholz bewegt werden. Das ist ganz wichtig, merkt euch die Regeln, merkt euch diese Konstellation, also wirklich prägt euch dieses Bild hier ein. Das ist wichtig, dass man dann wirklich nur ein Streichholz bewegen muss, um ein Viereck zu bilden. Und das war es jetzt tatsächlich auch schon wieder. Solche Videos kommen, wie gesagt, in dem Format von auf meinem Kanal Barwert mit Tutorial. Jeden Monat einmal, dann gibt es natürlich auch noch Kartentricks, Zaubertricks, Münzwetten, Reviews, ihr seht schon eine riesen Anzahl an Content zum Thema Magie, zum Thema Barwetten. Wenn ihr das seht, dann lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr Neues zu verpassen. Das war alles, ich bin der Andi, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.